So, willkommen Freunde, wir zocken heute mal Orange Cast, habe ich mir als Demo-Version bei Steam runtergeladen. Soll im Januar 2021 erscheinen und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Viel Spaß! Ein Intro gibt's leider nicht. Habe ich auch schon geguckt, aber ist leider nichts zu machen. So, welche Waffe nehmen wir denn mal? Nehmen wir ruhig mal die hier, die erste gleich. Hier bekommen wir nochmal so eine kleine Erklärung. So. Die klicken wir aber erstmal weiter. Genau, wir können mit links zuschlagen. Wir können auch mit der rechten Maustaste gleich die Waffe ziehen. Wechseln die auch mit 2, 3. Genau. So. Sieht so ein bisschen aus, als wäre das ein Kriegsfeld, Schlachtfeld. Man hört auch im Hintergrund irgendwelche Explosionen. Hier können wir uns nochmal abrollen. Feindlicher Satellit gewesen. Was ich ein bisschen krass finde, es ruckelt leicht. Obwohl ich die Sachen von Ultra auf High gestellt habe in der 2080 Super und ein AMD Ryzen R3900. Gott, mein Sprachzentrum ist gerade kaputt gegangen. Oh, was haben wir da für Leute? Ah, die werden selber gerade beschossen. Aber wie gesagt, das Ganze hier ist auch noch eine Alpha-Version, darf man nicht vergessen. Bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich im Januar erscheint. Ach du heilige Neune. Schießt schon einer auf mich. Ja, die sind nicht ohne, muss ich sagen. Nochmal die erste. Sieht so einfach aus, aber ich fand das Aiming am Anfang echt schlimm. Also ich habe es mir von vornherein mal ein bisschen angeguckt. So, wir haben jetzt 97 an Energie. Ich verliere die auch hier in dem Game unheimlich schnell. Ich weiß aber noch nicht, wie man die Energie auflädt. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Entweder geht das noch nicht oder ich weiß es nicht. So. Einfach nur F drücke, passiert gar nichts. Es ist ja auch nur zum Einsammeln. Ich habe irgendwas gelesen, mit E kann man irgendwas machen, aber wir haben nochmal mit Q verschiedene Sachen. Haben wir nochmal einen zweiten Soldaten, den wir dazu packen können. Manchmal haben wir auch einfach ein Schild. Ich auch noch nicht so ganz aus, noch nicht ganz durchgestiegen. So. Hier noch mal ein Kameraden für uns, von uns. So. Man merkt halt, wie gesagt, es ist eine Alpha-Version. Alleine auch, man hört jetzt gar nicht die Stimme, die ist so stark mit Distortion verzerrt, dass man kaum was hört. Man kann hier ein bisschen antworten. Kein spannender Dialog, muss ich sagen. So, Energie bei 97, das ist eigentlich an dieser Stelle noch ganz gut, muss ich auch sagen, weil ich habe es am Anfang das erste Mal gezockt, das war ja eine richtige Katastrophe. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie man die Energie auflädt. Hier haben wir immer nur Munition, die wir einsammeln können. Ich habe auch hier links im Tab mal reingeguckt. Schöne Musik übrigens. Da gehen wir mal auf Continue. Aber wir haben auch jedenfalls kein Inventar. Nein, haben wir nicht.
Erinnert mich so ein bisschen an Dead Space, aber ich glaube, wir können hier die Ansicht nochmal ändern. Genau, einmal rechts und einmal links. Okay. Wäre mir lieber gewesen, man hat es so ein bisschen in die Ego-Shooter-Perspektive gepackt. Oh, was haben wir hier? Granaten können wir hier einsammeln. Man sieht auch immer nicht, ob das Ganze abgeschlossen ist, weil ich habe jetzt Klicken gehört, ich habe was eingesammelt. Jetzt drücke ich aber wieder F. Der Kreis läuft, es passiert aber nichts. Liegt aber, wie gesagt, an der Alpha-Version. Wir wollen uns das Ganze auch nochmal anschauen. Ich hätte mir aber gewünscht, dass die Demo-Version noch schon ein bisschen ausgereifter wäre. Ich habe mir mal hier so einen virtuellen Kameraden geschaffen. Na, hier haben wir auch nochmal was. Gar nicht diese Koffer, ob man die alle einsammeln kann, ob man da nur rüberlaufen muss oder hier ist wieder nur Munition. Kann man glaube ich auch nur einsammeln, wenn man die Waffe gezogen hat. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Jetzt geht's. Ja, wenn ihr auf jeden Fall wisst, wie man da die Energie auflädt, dann lasst es mir bitte in den Kommentaren oder schreibt es in die Kommentare. Ich bin echt erstaunt, weil ich immer denke so, warum kann ich denn meine Energie nicht aufladen? Ich finde dazu auch nichts, also auch die Tastensteuerung haut da nicht hin. So, was haben wir hier? So, Planet Mines around the... Ach so ein Laser, dass wir die Minen irgendwie orten können. So wie hier ist gerade eine explodiert. So. Sieht ja Energie gleich bei 50. Finde ich heftig. Ganz ehrlich sagen. Haben wir gekillt. Weiß nicht, ob da noch ein zweiter ist. Первая эскадрилья очистила небо перед городом. Проход в город свободен. Да, doch, das ist noch einer. Okay, den haben wir auch gekillt. Energie immer noch bei 50. Ich finde auch die Anzeige da oben, das Quadrat, sehr schwach. 355 Meter noch. Ja. Das war's schon wieder. Heftig, oder? Also Schwierigkeitsgrad ist gleich richtig extrem. Ist noch kaum spielbar, die Alpha-Version. Ruckelt teilweise. Und vom Spielprinzip her ist es auch noch ein bisschen... intransparent das Ganze hier. Ja, zwei Schuss bin ich weg. Der Typ, der gibt's mir dann richtig. Ah, das kann irgendwie auch nicht sein. Warte, was soll man für einen Eindruck von einem Spiel gewinnen? Dass man noch in so einer Demo-Phase ist. Wenn ja überhaupt noch gar nicht weiß, ja, wird das Spiel so bleiben, wird sich verbessern. Also ich, in der Form, in der es jetzt erschienen ist, hier eine Alpha-Version, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Game im Januar schon rauskommt. Meinen virtuellen Soldaten mal hinschicken.
keine Chance. Du ballerst auf den. Du ballerst nochmal und nochmal. Der geht gar nicht drauf. Jetzt habe ich mal ein Schild. Und da komme ich nicht weiter. So, Granaten habe ich auch, aber wie kann ich denn die werfen? Ja, das war's wieder komplett. So, wir versuchen es nochmal. Ich kann euch noch eins raten. Ladet euch die Demo mal runter, guckt euch das Ganze mal an. Versucht mal selber da irgendwie durchzukommen. Wird wahrscheinlich hier mein kürzestes Gameplay, was ich hier je hatte. Aber ja, was willst du machen? Ach, hier haben wir die Granate, das ist die 4. Warte, ich habe ein Schutzschild. Wie kann es denn sein, dass der mich trifft? Genau, ich kann mich jetzt hier noch abrollen. Kann hier meinen virtuellen Soldaten nochmal losschicken. Wenn man die Energie auflädt, weiß ich auch nicht. Ja, das war's wieder. Keine Chance, du ballerst auf den Typen, du wirfst Granaten, es passiert einfach nichts. Einfach komisch. Seltsam. Okay. Allerletzter Versuch. Vielleicht haben wir auch noch irgendwas übersehen. Ich kann aus der Nähe schießen hier. Passiert auch nichts. Der muss ja auch einfach nur durchlaufen. Das könnten wir nochmal als letzten Versuch starten. Wir laufen einfach durch. Und testen das mal. Aber, boah, krass. Also, so wie das Spiel gerade drauf ist, würde ich es mir nicht holen, ganz ehrlich. War ein bisschen traurig, ne? Aber, also, ich würde als Spielehersteller keine Alpha-Version, die so unfertig ist, irgendwie hochzuladen, auch wenn es eine Alpha ist. Oder heißt Alpha. Aber würde ich nicht machen. Du verlierst damit ja nur, du gewinnst ja nichts. Nee, wieder lost. Keine Chance. Irgendwie einfach am Ruckeln. Echt schade. So.
15 Minuten aufgenommen. Letzter Versuch. So einen anderen alternativen Weg. Nee. So, ich habe mal unseren virtuellen Soldaten geholt. So, wie ich auf den rumballere. Passiert doch einfach nichts. Aber wenn der schießt. So, jetzt nehmen wir nochmal die Granate. Nicht gestört. Hey, wir haben es geschafft. Alter Falter. Heftig, heftig schwer, würde ich sagen. Oh. Wo müssen wir denn jetzt hinfliegen? Ah, okay. Ich dachte, ich muss da noch steuern oder so. Ah, schon krass, wie das so ruckelt. Also, das ist. Du siehst auch am Aiming gar nicht. Sind das Feinde? Sind das Freunde? Komisch. Ist hier in der Stadt irgendwie. Ach, mit dem müssen wir wahrscheinlich reden, dass wir vorbeikommen, oder? Weil die Dialoge sind jetzt auch so ein bisschen zu wünschen übrig. Weil lasst zu wünschen übrig. Hm. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Game findet, aber. Ladet es erstmal runter, testet es mal selber, würde mich mal interessieren. Weil wie gesagt, das ist sehr merkwürdig, wie das ruckelt, eben. AMD Ryzen 3900 und einer 2080 Super. Man hat auch noch gar keine richtige Story irgendwie, man läuft so ein bisschen durch die Gegend. Jetzt kann man hier nochmal ein bisschen Smalltalk halten. Merkwürdig. Naja, wir haben es uns runtergeladen, wir haben es uns angetan. Wir müssen jetzt durch. Ich weiß auch immer noch nicht, wie man Energie auflädt. Die tanzen hier rum. Geht's hier hin? Mit der Bahn fahren oder so? Hier, das Gebiet scheint gesperrt zu sein. Ruckelt auch wieder extrem. Also, ich habe schon die alles von Ultra auf High runtergesetzt. Mal gucken. So, hier können wir jetzt nochmal talken. Unser Hauptziel sozusagen. So, hier können wir noch mal ein bisschen quatschen. Hm. Vielleicht auch nicht die feine Art, dass ich mich jetzt hier so durchklicke, aber. Ja. Was ich meine sagen, bei der Ruckelei hier. Kommando, wo
странное название. Будем там примерно через 3,5 часа. До связи. So, ich würde sagen, Freunde, wir machen hier an dieser Stelle mal Schluss. Ja, wie gesagt, diese ganze Ruckelei und so, das, also das ist keine gute Werbemaßnahme für eine Spielefirma, die sich sowas antut. Positives, wenn es flüssig läuft, wird es bestimmt schick aussehen, wenn es da nicht ruckelt. Ich hoffe, die ändern noch ein bisschen am Spielprinzip was. Also, das ist schon krass, also wie stark das noch optimiert werden muss. Ich glaube nicht daran, dass es im Januar 2021 erscheint, aber liegt vielleicht daran, dass der Hersteller noch keine andere Version hochgeladen hat von dem Game. Eine Beta-Version wäre ja noch ein bisschen besser. Okay, an dieser Stelle sage ich erstmal Schluss, tschüss. Schluss. Das Spiel hat mir schon die Sprache geraubt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ladet's runter, testet's und dann bis zum nächsten Mal.